gern, wenn du redest, Baby. Richtig, wir hören deine Stimme sehr gerne. Ja. So, dann geht's heute weiter mit der nächsten Mission, und zwar der Simeonomie mit einem riesigen Flugzeug. Das ist, glaube ich, nur entweder dieser Mission, und ich glaube auch, dass es dieses Militärflugzeug. Richtig, das was abstürzt mit Trevor. Richtig. Ja, es ist nur Antonov tatsächlich. Ich glaube, das dürfte aber die kleinere sein. Das dürfte die 124er sein, wenn ich richtig. Nee, 124 oder 224? 124 ist es ja. Oder 125, alles zu 224. Ja, ich habe am Flughafen gearbeitet, ich weiß welche. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Flugzeugen. So. Ja, die ist ja abgefackelt, ne? Die in der Trevor-Mission. Nein, am Flughafen. Eine, damals. Ja. Die zweite ist quasi aus dem Wrack wieder aufgebaut worden. Es gibt noch eine weltweit. Ich habe die Küken damals ist das so abgefackelt. Ich habe die tatsächlich sogar live gesehen, als die reinkam. Ich arbeite ja Leipzig am Flughafen da. Hab da gearbeitet bis Mai. Und da kamen sie kurz bevor es dann zu Ende ging, kamen sie dann mal rein mit Schutzmasken aus China. Wobei es gab es auch vor kurzem eine Dokumentation über den Flieger. Da haben die Teile von dem Kraftwerk, so ein Generator oder was auch immer, das haben die geflogen aus der Ukraine. Oh, wie so. Wir sitzen hinten. Oh. Oh. Oh, Baby. Ich schieb mal die schwarze Trennscheibe davor. Baby, guck mal nach links in der Ego-Sicht. Steckst du, was ich gerade mache? Oh, oh, Baby. Mm. Versaut mir bitte nicht die Sitze, das ist kein Leder. Mach mir keine Flecken in die Karre. So. Dann fahren wir. Ich wische immer alles weg danach. Ach, ernsthaft. Ziel, ein Zielfahrzeug. Ja gut, die Frage ist, musst du mit dem Flieger fliegen oder musst du den. Musst du. Guck mal, hier sind Feinde. Warte mal, da kann man ja nicht direkt durch, oder nicht? Dann brauche ich nicht bis oben rumfahren. Okay, das funktioniert nicht. Der ist schon tot. Ja, ich weiß. Ich guck gerade nochmal. Doch mal nachschießen, lebt er wirklich noch. Warte, ich muss mal kurz eben noch Double Action Revolver nehmen. Ich nutze halt die Situation aus. So. Gut, die Frage ist, wie gesagt, ob wir jetzt mit dem Flieger fahren müssen. Mit dem Flieger fahren, ja. Ja, fliegen. Dann steht sie doch schon. Ah, ich glaube, da sind Autos drin. Ja, da sind die Autos drin. So, ich setze euch mal direkt ran. Es sind drei Autos, oder? Ja, drei Stück, ja. Kommt ihr durch oder soll ich raussetzen? Ich sollte Platz. Sollte eigentlich. Rechts vorbei. Warte, ich setze mich in den letzten hin. Dann fahren wir mit drei Autos rein. Nee, das ist meiner. Du musst vorne sitzen. Du musst dir auch einen nehmen, jeder einen. Ach, der. Ihr habt das so rumgemacht. Ja, ja, alles gut. Ich habe das nicht damit gerechnet, dass ihr so aufgefüllt habt. So. Da lässt er beim Baby auch noch die Tür offen. Nee. So. Ich muss jetzt gerade gucken, dass wir hier einen Ausgang finden. Weil der müsste eigentlich hier sein. Ja, hier ist er. Scheiße. Was hast du getan? Nicht. Das ist nichts Schlimmes. Ich dachte nur, ich komme durch den Zaun durch, aber nee. Nee, leider nicht mehr. Ich glaube, den kannst du. Konntest du am Anfang, konntest du den, glaube ich, mal kaputt fahren. Schönes Auto, definitiv. Den gibt's, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob du den so zu kaufen kriegst. Ja, du wirst die als Standard zu kaufen kriegen, aber nicht so. Die sind gerade schon ein bisschen. Ja, natürlich, aus. Das meine ich halt. Aber ich trotzdem die Rohkaros, meine ich. Dann hast du noch zum Tuner. Aber ich bin jetzt schon unterwegs hier. Einer schon weiter ein bisschen vorne, voraus.
Die kommst du niemals weg, das ist gut, das heißt, da haben wir schon mal Ruhe. Bei mir noch nicht, aber das kriege ich gleich hin. Da ist schon. Welches Auto ist denn da vorne schon? Das erste? Ach, das ist ich Baby. Ich bin das. Du bist das, okay. Also, du fährst eine andere Route, okay. Ja, ich muss erstmal jetzt die Dings abhängen. Ich bin auf der Originalroute geblieben. Einfach, und hab's aber trotzdem geschafft. Ah, schade, ich hätte gedacht, dass man mit dem Flieger ein bisschen fliegen kann, ne? So, aber vor allen Dingen ziemlich sicher, ohne zu sterben. Ja, jetzt Polizei weg. So, ich habe mein Auto schon abgeliefert, jetzt warte ich auf euch noch. Ja. Jo. So, da ist Markus. Wo ist? Jetzt fehlt nur noch Baby. Auch öfter hier. Ja. Geh weg, hier verkaufe ich mein Gras. So. 77.000. Und da soll ich mal das Geld für von der Mission mit drin. Und das innerhalb von. Ja, gut eine halbe Stunde. Ja, aber ja, das ist, es gibt halt doppelte Erfahrungspunkte auf solche Missionen. Und die bringt halt Geld. Baby, wie sieht's bei dir aus mit dem Kopf und so? Du bist ja los, ne? Bitte was? Du müsstest dich etwas lauter stellen, das ist, man versteht dich schwierig. Du bist sehr leise heute. Ja. Du musst dran denken, das Mikrofon gehört in die Öffnung oben am Gesicht und nicht unten. Na, ernsthaft. Oh, das gab jetzt wieder 33.000. Es gab nicht so viel wie die letzte Mission, aber es gab trotzdem gut 6.000 Erfahrungspunkte vor allen Dingen. Ja, damit kannst du. Definitiv. Guck mal, ich habe vorhin die 0 Kills. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 habe ich geholt. Also, ich weiß nicht, wie der zählt. Aber das war jetzt eigentlich relativ simpel. Dann hau die Dinger jetzt durch. Du kannst auch hier die Rückführung, Radikalkur oben wegmachen. Also ich habe zwar überall Häkchen dran, aber mach einfach, wie du es laune ist. Oder was? Nee, alles gut. Egal, oder? Passt. Ich konnte das Wort nur gerade nicht entziffern, was dahinter stand. Weil ich ja die Folgen immer nach den Dings nenne. Es fragen nämlich auch manchmal Leute unter den Folgen, wie heißt die Mission. Aber ich nenne die Folgen halt dann sage ich, guck mal auf den Folgennamen, da steht es meistens drin. Gesa Squatched. Okay. Gesesquatched heißt das. Aha. Sesquatch, kennst du nicht? Nein. Ich kenne Squash, aber das ist das Einzige. Sagt mir jetzt gerade nichts wirklich. Ne? Sind das nicht die Dinge aus Star Wars, Sasquatch? Oh Gott, falls man die Star Wars das letzte Mal geguckt habe. Das ist auch schon. Also ich kenne die ersten Teile, also die Original-Star Wars. Ich glaube, hier diese. Das sind nur die Sasquatch. Das sind für mich Wookies. Ich kenne mich da. Ich weiß, dass es in irgendeinem Film gab Sasquatch. Ich weiß es nicht tatsächlich, aber vielleicht kann man irgendwie mal. Entweder wir googeln das gerade mal nach oder wir. Naja. Jo. So, kann man?